intraoperative Bestrahlung aus Sicht der Chirurgin. Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Wenn es darum geht, einen Tumor zu beseitigen, dann ist meistens die Operation das Mittel der Wahl. Und häufig wird danach noch einmal bestrahlt, um etwaige Reste des Tumors im Körper abzutöten. Wenn man damit schon während der Operation beginnen kann, dann kann man damit einen großen Vorsprung gewinnen. Und um diese intraoperative Bestrahlung geht es jetzt. Bei mir ist Professor Dr. Caroline Tonus. Sie ist Chefärztin der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie und ärztliche Direktorin der Asklepios Klinik St. Georg. Schön, dass Sie Zeit haben, Frau Professor Tonus. Danke für die Einladung. IORT, intraoperative Bestrahlung, was genau ist das? Ja, für uns Chirurgen zunächst mal nichts Neues. Wir versuchen nach wie vor so radikal wie möglich den Tumor zu entfernen. Und dann in der Regel wird der Bauch wieder verschlossen und jetzt gibt es sozusagen einen Zwischenschritt. Denn der Chirurg weiß ja genau, wo der Tumor zu liegen kam. Und das machen wir uns zunutze, indem wir einen Bestrahlungsfeld einlegen, einen sogenannten Flap, eine Moulage, um genau dort am offenen Bauch noch Strahlen zu applizieren. Und danach erst die Operation abzuschließen und wieder die Wunde zu verschließen wahrscheinlich dann. Dann wird erstmal Patient in einen ja extra dafür vorgefertigten Raum verbracht, der ja entsprechenden Vorgaben entsprechen muss. Ah. Und dann kommt derjenige wieder retour und dann wird fein und säuberlich mit hübscher Naht der Bauch verschlossen. Ja, genau. Also wenn man schon während der Operation bestrahlen kann, anstatt erst danach anzufangen, so wie man das viel früher mal gemacht hat, wo ist der Vorteil? Der Vorteil zum einen, dass man ja genau weiß als Chirurg, wo der Tumor zu liegen kam. Nehmen wir mal an, das war jetzt meine Hand, das Tumorbett. Ich habe mal so ein Beispiel hier mitgebracht. Dann kann man diesen Flap genau dort positionieren. Das spürt der Chirurg, das sieht der Chirurg. Und damit hat man eine ganz genaue Treffsicherheit. Aha. Und auch eine hohe Effizienz. Wo ist der Vorteil dieser Methode? Der Vorteil der Methode ist, dass wir als Chirurgen ja genau wissen, wo der Tumor zu liegen kam. Das heißt, wo die kritischen Stellen sind, wo vielleicht noch möglicherweise auch ein kleiner Rest besteht. Der Pathologe hat ja das Präparat am Ende und sieht vielleicht unter dem Mikroskop noch Zellen, die unseren Augen gar nicht zugänglich sind. Ja. Oder aber wir wissen auch genau, da ist die kritische Stelle, da ist noch etwas Tumorrest. Mhm. Und genau dort können wir dann den Tumor hinlegen. Also eine hohe Zielgenauigkeit mit hoher Effizienz. Mhm. Das ist das eine. Und wir können die Dosis natürlich auch splitten. Es kommt darauf an, welche Tumorart wir bestrahlen. Zum Beispiel Sarkome, das sind bösartige Weichteiltumore, brauchen eine sehr hohe Strahlendosis. Und im Bauch gibt es zum Beispiel Dünndarm, Nerven, Harnleiter, die dieser hohen Dosis gar nicht standhalten würden. Also können wir einen Teil dessen direkt schon vor Ort am Ende des chirurgischen Parts geben und nach der Operation, nach Erholung des Patienten, dann die Differenz sozusagen in der Nachbestrahlung dem Patienten verabreichen. Oder aber, wenn wir die Gesamtdosis von außen geben könnten, haben wir natürlich einen zeitlichen Vorteil, weil wir einen Teil dessen schon während der Operation verabreichen konnten. Ja, das sind viele Vorteile. Jetzt frage ich mich, Sie hatten ja schon die Krebsarten angesprochen, in Teilen, für die das in Frage kommt. Sarkome, also Weichteiltumore, wofür verwenden Sie es noch? Im Grunde für alle erstmal prinzipiell große Tumore, lokal fortgeschrittene Tumore oder aber die schon wiedergekommen sind, was wir im Fachjargon auch Rezidive nennen. Ja. Und das insbesondere, ich bin Bauchchirurgin, im Grunde für nahezu alle Verdauungsorgane im Bauch. Und Sie sagten es schon, sehr gern wird es auch verwandt. Und da gibt es die größten Fallzahlen dazu, sind bösartige Weichteiltumore, die auch an Armen oder Beinen zu liegen kommen können, aber auch der Enddarmkrebs. Ah ja, das heißt also Darmkrebs schon oder nur Mastdarmkrebs? Also am häufigsten Mastdarmkrebs, da gibt es die größten Studienlage dazu, aber auch ein lokal fortgeschrittener Dickdarmkrebs, der zum Beispiel schon in die Bauchwand vorangeschritten war, ist auch eine Indikation. Ja, am interessantesten wäre es, glaube ich, zu wissen, wie so eine OP eigentlich verläuft. Daran kann man sicherlich dann auch nochmal erklären, auch warum das so
Sie sagen ja, also Sie machen das ja schon lange, also glaube ich, ne? Sie haben schon sehr lange damit zu tun, ja, oder? Ja, war Teil meiner Professur. Ich komme ja aus dem Rhein-Main-Gebiet gebürtig. Ja. Und damit, das war Teil meiner praktischen Arbeit, damals meiner Habilitation. Ja. Und das kann ich vielleicht auch als Anekdote noch erzählen. Da hatten wir einen Strahlenschutzbunker damals im Klinikum in Offenbach. Das reichte aus. Und wir kommen sicher noch darauf zu sprechen, welche Infrastruktur man heute oder welcher Struktur man Genüge tun muss, um diese Methode heute sicher für unsere Patientinnen und Patienten anzuwenden. Genau. Wie läuft das jetzt für mich als Patient, wenn ich zu Ihnen komme, zur Operation? Sie schicken mich dann schlafen und dann... Ja, natürlich. Narkoseärzte sind unsere Partner, ganz wichtig. Sonst hätte uns kein Patient mehr lieb danach. Also erstmal natürlich Einleitung, beruhigende Worte, einschlafen. Dann im Grunde für uns Operateure ist das Szenario erstmal gleich. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir versuchen nach wie vor mit aller Kraft und allen Möglichkeiten, die wir haben, den Tumor so radikal wie möglich chirurgisch zu entfernen. Ja. Und dann kommt der Part im Grunde, der neue Zwischenstep. Ja. Früher hätten wir dann den Bauch verschlossen, Patient wird wieder wach, geht in den Aufwachraum oder auf eine Überwachungsstation. Ja. Jetzt haben wir die Möglichkeit, ja wunderbar, den Situs sozusagen, Situs heißt also, dass wir können gut in den Bauch schauen, haben die strahlensensiblen Organe weggehalten. Das ist ja auch der Trick bei dieser Methode. Wir sprachen vorhin darüber, Dünndarm ist zum Beispiel strahlensensibel. Den können wir dann mit Retraktoren und Bauchtüchern schön aus dem Bestrahlungsfeld weghalten. Wir können den Harnleiter mobilisieren, rausnehmen aus dem Strahlungsfeld, um dann diesen Strahlenapplikator, diesen Flap einzulegen. Ja. Dann wird das Ganze letztendlich steril abgedeckt. Unsere Patientin, unser Patient träumt weiter süß und wird dann verbracht in den Nebenraum, in diese, wie man das nennt, Brachytherapie-Suite, also in, in einen besonderen Raum, der ja extrem ausgestattet ist. Ich habe es mir versucht, auch als Frau gut zu merken, 60 Tonnen Blei und 6 Tonnen Stahl, also auf Stahl steht es und mit dem Blei ist es abgedeckt nach außen oder abgeschirmt, weil ansonsten dürften wir ja eine solche Bestrahlung, auch wenn sie in Brachytherapie-Technik ist, also kein Linearbeschleuniger ist, überhaupt nicht durchführen. Aha, das ist gesetzlich, richtig? Ja, und das ist auch, in den letzten Jahren hat sich das verändert. Man glaubt es kaum, das unterliegt jetzt heute mit dem Atomwaffengesetz. Und deshalb ist das mit Alarmanlage und allem gesichert. Also deshalb die Anekdote damals zu Offenbach, da hat ein Strahlenschutzbunker, ein echter Strahlenschutzbunker aus Kriegszeiten gereicht. Heute ist natürlich die Medizin dort auch nochmal deutlich weiter und sicherer für den Patienten geworden. Und das Ganze, obwohl ja dieses Iridium, das Sie da verwenden, nur wenige Millimeter Eindringtiefe hat, oder? Richtig, deshalb die Brachytherapie, schön, dass Sie es nochmal ansprechen, Linearbeschleuniger, der mit ganz hoher Dosis auch von außen ja eine tiefe Reichweite haben muss. Hier legen wir sozusagen diesen Flap genau dorthin. Und das ist das Charmante daran, wo der Tumor war. Und da gibt es letztendlich nur ein paar Millimeter Eindringtiefe. Und jetzt kommen unsere anderen Partner ins Spiel. Jetzt habe ich ja nur den operativen Ablauf beschrieben. Dann ist es natürlich der Strahlentherapeut und der Physiker, die dann, währenddessen unsere Patientinnen und Patienten sicher verbracht sind in dieser Strahlentherapiekammer, sind wir in einem Nebenraum. Da achtet der Anästhesist auf alle Vitalfunktionen, dass es demjenigen gut geht. Der Chirurg ist immer in der Nähe, falls irgendetwas passieren würde. Dann geht die Tür sofort auf. Der Strahlentherapeut fängt dann an, die Bestrahlungsdosis zu errechnen. Wo muss wie viel hin? Und jetzt kommt das ganz alles Innovative. Während der OP, das ist ja das Spannende. Ja, genau. Ja, währenddessen jetzt der Patient oder die Patientin in diesem Raum schon verbracht ist. Ja, Tumor raus, steril abgedeckt. Ja, ja. Und jetzt kommt ja das Hochinnovative, dass wir das erste Mal im Grunde es schaffen, dank moderner Software, man hat ja die Anatomie im Körper verändert, wir operieren ja zum Teil Tumore, die sind so groß. Und das muss man ja rekonstruieren. Dann hat man früher am Ende der OP erstmal Bilder machen müssen, um dann intraoperativ zu bestrahlen. Ja. Das braucht man heute nicht mehr, dank modernster IT, nenne ich es mal, die es dann, also künstlicher Intelligenz, IT, die es schafft, diese Bestrahlungsmatte genau zu rekonstruieren, und zwar das nach Entfernung des Tumors, dass das System versteht, wie sieht es jetzt im Körper aus, nachdem der Tumor entfernt ist, um dann diese Bestrahlung, diesen Flap zu rekonstruieren, damit die Bestrahlung punktgenau bestenfalls dort appliziert wird in einer gewissen Dosis, die durch den Strahlenphysiker errechnet worden ist. Genau, also ich versuche das noch mal laienhafter zu erklären. Also wenn man, der Körper ist ja keine Ebene, und wenn man etwas herausoperiert, dann verändert sich sozusagen die Topografie, also dann verändert sich die Oberfläche. Und wenn man da nur eine geringe Einstrahl,
Fähigkeit hat, also Eindringtiefe hat, dann muss dieser Flap, den Sie uns vielleicht nochmal zeigen mögen, dann muss der ja direkt da auf dieser Wunde drauf liegen, sagen Sie ja. Direkt jetzt stellen da drauf. Wir uns mal vor, und das kann man berechnen mit Hilfe der Software, so habe ich das verstanden. Jetzt stellen wir uns mal vor, großer Tumor, der entfernt ist, Gott sei Dank, da entsteht ja eine Lücke. Ja. Und dort, wo der Tumor, sagen wir mal, der seitlichen Tumorwand oder dem Rücken hinten anlag, deshalb ist das auch so schön flexibel, ne? Sehen Sie ja hier. Ja. Und das gibt es in unterschiedlichsten Größen, das schneide ich ganz individuell zusammen. Ja. Für den, also adaptiert individuell an diesen Patienten, Unikat. Mhm. Und dann wird es genau dort hingelegt, wo der Tumor sozusagen auflag. Ja. Und das ist, wie gesagt, wiederhole ich, der Charme dieser Methode. Vielleicht darf ich noch erklären, was das hier für schicke Drähte sind. Ja. Das sind sogenannte Hohlkatheter. Und Sie sprachen ja diese Iridiumquelle an, diesen Strahlenapplikator, sozusagen dieses Schläuchlein wird an die Maschine angeschlossen und dann saust dieser kleine Strahlenapplikator hier rein und bleibt dann genau dort stehen. Jetzt sind wir an Ihrer Frage wieder angelangt, was der Physiker berechnet hat, wie lange die Quelle bei jeder einzelnen Kugel oder wo auch immer hier halten muss, um die vorberechnete Dosis auch am Ende dann gegeben zu haben. Ja. Also Teamwork. Hm? Ja, und man sieht es ja man sieht auch auf den Bildschirm draußen vor dem Raum, wie weit dieser Flap schon ist, glaube ich. Oder? Genau, man digitalisiert ihn. Ja. Wir sehen dann erstmal genau, wie er sich im Körper anlegt. Und dann sitzt in dem Nebenraum, uns ganz wichtig, die medizinische Expertise, also nochmal wiederholt, der Anästhesist und der Chirurg. Ja. Und das zweite Team eben Strahlentherapeut plus Physiker. Ja. Und dann sieht man genau, je nachdem wie frisch die Strahlenquelle ist, wie groß das Feld ist, brauchen wir zwischen 30 und 60 Minuten Bestrahlungsdauer. Ja. Und dann sieht man genau, wie die Quelle durch diese Kugeln marschiert und wie viel Bestrahlung sie dann, also Strahlendosis sie wo abgegeben hat. Ja. Das wird visualisiert. Ja, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es eben nur diese drei Anlaufstellen in Deutschland gibt und die einzige in Norddeutschland, insofern dann bei Ihnen. Das zeigt ja dann auch nochmal, dass das eine Behandlungsmethode ist für spezielle Fälle. Und nicht sozusagen eine Standardbehandlungsmethode ist. Ja, das ist jetzt nichts, was bei einem kleinen Tumor zum Einsatz kommt. Gern wiederhole ich es nochmal, damit wir auch die richtigen Erwartungen am Ende erfüllen können. Ja. In der Regel große, lokal fortgeschrittene Tumore oder aber wieder aufgetretene Tumore, sogenannte Rezidive. Die Frage trotzdem, kann es Komplikationen geben? Das ist ja eine klassische Frage, die der Patient gerne wissen möchte. Ich, wie gesagt, durch die Habilitation zu damaligen Zeiten im Rhein-Main-Gebiet haben wir natürlich alles erhoben. Auch jetzt werden die Komplikationen erfasst und es ist ein sicheres Verfahren mit ganz, ganz wenig Nebenwirkungen. Und was nochmal wichtig ist, der Patient muss ja ohnehin operiert werden. Also das ist ja nur ein Add-on eines ohnehin notwendigen chirurgischen Eingriffes. Ja. Um welche Zeit verlängert sich die Operation? Je nachdem, wie frisch die Strahlenquelle ist, die Iridiumquelle ungefähr drei, ist zum einen hängt es davon ab und zum anderen von der Größe der Fläche und der Strahlendosis und deshalb ungefähr 30 bis 60 Minuten. Okay, fast nichts für den Gewinn, den man dadurch hat. Ja. Vielen Dank für das interessante Interview. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!